Resultat aber letztendlich ist, dass wir heutzutage leben in einer Überflussgesellschaft. Ja? Wir haben von alles ein unglaublich großes Angebot. Wo Sie auch reingehen, in welches Geschäft, es gibt eine unglaubliche Menge von Produkten, die Sie sich auswählen können. Ja? Und innerhalb der Selektion, die Sie da machen können, da sehen wir eigentlich, dass das eine Produkt sich das andere unglaublich ähnelt. Ja? Das nennen wir auch die Kommoditisierungsfalle. Ja? Alles ähnelt sich und man kann auch die Unterschiede gar nicht mal so gut wahrnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder in Holland auch in den Mediamarkt reingehe, welche Produktkategorie ich auch wählen würde, ich habe da eine Auswahl aus 20, 30, 40, 50 Produkte und die Unterschiede sind mir unklar. Und worauf gucke ich dann letztendlich? Auf den Preis, ja? Weil die Produkte sich so ähnlich sind. Jeder Markt wird dominiert durch einige Spieler. Meistens sind es 2, 3 bis zu 5 Spieler, die den Markt dominieren. In Formel 1 ist das genauso. Es sind diese 3 Mannschaften, also Red Bull, Ferrari, Mercedes, die das Rennen, das Wettbewerb dominieren. Und die versuchen, sich gegenseitig auszutricksen, besser zu sein. Die versuchen natürlich, alles zu optimieren, tagtäglich alles zu optimieren, um am schnellsten zu sein. Aber letztendlich liegen die alle ganz nah aneinander. Ja? Die kopieren sich gegenseitig, die gucken zueinander, was die optimieren können. Weil ich glaube, dass ihre Konkurrenz heutzutage nicht aus ihrer Industrie oder aus ihrer Branche kommt. Ihre Konkurrenz kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ich werde Ihnen jetzt sagen, von meiner Sicht aus, wer heutzutage ihre größte Konkurrenz ist. Und ich werde nur einige nennen, weil die Reihe können wir viel länger machen. Aber Ihre Konkurrenz heutzutage ist Google, ist Amazon und Netflix. Und andere Unternehmen, die wir in die Reihe dazustellen können. Warum? Weil das sind die Unternehmen, die bestimmen, was die Kundenerwartungen heute angeht. Ich bin immer auf Wachstum orientiert, also ich bin positiv eingestellt, aber zugleich auch realistisch. Deswegen versuche ich immer, das Plan A und Plan B zu machen. Was bedeutet das jetzt für Ihr Unternehmen? Das bedeutet einmal, dass die Komplexität unglaublich zunimmt, weil Sie müssen auf so viele Ebenen Schach spielen, dass es nicht leichter wird, erfolgreich zu sein ins Geschäft. Dann, die Kundenerwartungen werden immer größer und der Kunde erwartet immer, dass es schneller geht, einfacher geht, leichter ist. Das ist die Herausforderung. Story behind die Strategie, hinter die Strategie, kann man dann ganz einfach teilen, weil man kann dann auch inzoomen auf einen gewissen Teil und da zusammen darüber diskutieren. Es gibt ein Story behind die hinter die Strategie. Und jeder wird sie dann verstehen. Das ist eigentlich eine Strategie, die man normalerweise auf Papier macht, auf ein Poster. Ja? Und das werden wir gleich machen mit denjenigen, die in meinem Workshop dabei sind. Das war es für heute jedenfalls hier plenär. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus